Wir haben halt 3-0 verloren, aber ich glaube im Vordergrund steht, dass wir Meister geworden sind und ja, habe es heute von der Bank mitverfolgt, war glaube ich ein Spiel auf Augenhöhe und obwohl es Salzburg heute sehr gut war, aber ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, wir sind Meister und ja, wir freuen uns. Waren die Knochen ein bisschen müde? Ja, natürlich. Die letzten Nächte waren anstrengend, aber ja, jetzt heißt es wieder Fokus und Konzentration aufs Cup-Spiel zu legen und ja, wir haben noch einiges vor. Ja, realistisch gesehen war es wirklich schwer. Also wir sind alle ans Limit gegangen. Man hat gesehen, dass jeder unbedingt wollte, aber ja, heute ist vom Ergebnis her nicht mehr gegangen, aber trotzdem verlassen wir den Platz jetzt nicht mit traurigen Gesichtern, sondern wirklich überglücklich über wirklich eine traumhafte, perfekte Saison. Und ja, mein Herz, glaube ich, die Stimme ist noch immer nicht ganz da. Und ja, jetzt ab morgen geht es wirklich noch einmal 4 Tage absoluter Fokus, dass wir das Double holen. Das wollen wir wirklich unbedingt machen. Und ja, über Spiel heute, glaube ich, brauchen wir nicht mehr Worte verlieren. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber wir haben natürlich den Meistertitel ausgiewegt gefeiert und wir haben versucht, dass wir da entsprechend dagegenhalten im Booster, was auf uns zukommt, eine giftige, gierige Mannschaft, die das nicht auf sich sitzen lassen wollte, dass da jetzt der Meister spielt und ja, wir haben gewusst, dass auf uns zukommt und meiner Meinung nach, erste Halbzeit sehr, sehr gut dagegenhalten. Zweite Halbzeit war dann legitim, dass dann die Kräfte ein bisschen nachlassen und dass uns dann immer so gut gelungen ist. Man hat bei den Spielern ein bisschen auch gemerkt, die müden Beine und so weiter und vielleicht ein bisschen die gedanklich immer vielleicht um einen Tick zu langsam. Wie sind dir persönlich gegangen? Ja, aber wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, das ist legitim, wenn man 2 Tage ausgelassen feiert, was auch passiert ist. Und wir haben trotzdem versucht, dass wir dagegen kommen. Wie gesagt, erste Halbzeit ist geklappt, zweite Halbzeit nicht so, aber ja, wir sind als Mannschaft da aufgetreten. Es war nicht mehr ausschlaggebend, dass wir da jetzt verlieren oder gewinnen. Von dem her, aber für mich schmerzt natürlich trotzdem die 3 Tore als Tormer. Obwohl es jetzt keinen Ausschlag mehr gibt, ob wir jetzt da gewinnen oder nicht. Aber für mich persönlich sind halt die Tore, die man kriegt, immer trotzdem so schmerzhaft. Wir haben schon eine Chance gehabt, wo wir was machen können. Bei 0-0, bei 0-1, dann ist es schwieriger geworden. Also hat auch die Frische logischerweise gefehlt und der Rhythmus gefehlt. In Salzburg haben wir ausgezeichnete Mannschaft. Also das ist ja jetzt kein Zufall. Wir haben uns ja immer schwer getan gegen die Salzburger und ja, da hat heute dann ein bisschen was gefällt. Aber wir haben schon Phasen gehabt, wo wir was machen hätten können. Ein Ausgleich, sogar mehr Führung, aber dann noch 0-1. Ja, da werden dann die Beine halt schon schwer und die eine oder andere Stunde, die wir weniger geschlafen haben als normal, die fehlt da halt dann. Aber es ist okay trotzdem. Es war auch dieses 0-3, war mit dem ganzen Feuer, mit dem ganzen Norris, war ein wunderbares Erlebnis und diese Reise hat sich ausgezahlt. Du hast heute die Offensivformation ein bisschen durcheinander gewechselt. War das, weil das die frischeren Spieler waren oder ein bisschen auch als Dankeschön an Teamplayer, einfach die ganze Saison über da waren? Genau so ist es. Also es sollte eigentlich ein Zeichen sein, dass sie jetzt vor so vielen mitgereisten Fans gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga in der letzten Runde da von Beginn an spielen dürfen. Es war ein Zeichen dessen, dass sie für uns sehr, sehr wichtige Spieler waren in der Saison und das haben wir auch gesetzt. Also das passt schon. Das ist alles in Ordnung.